Ein neues Jurassic-Projekt wurde jetzt vor wenigen Tagen angekündigt und ja, die Fragen, die häufen sich inzwischen einfach wirklich gravierend, denn ist das Ganze jetzt ein Reboot oder ist es eine Fortsetzung? Haben wir es hier mit einem Soft-Reboot zu tun? Wurde Aussage A wirklich getätigt? Was ist denn jetzt wirklich Sache an der ganzen Nummer? Und ich muss ganz ehrlich sagen, ja, die Geschichte rund um das neue Jurassic-Projekt ist ein bisschen verwirrender, beziehungsweise wurden da auch sehr viele Sachen einfach reininterpretiert und es wurde ein bisschen weiter gedacht, als die Aussagen wirklich getroffen wurden. Ich habe jetzt für euch mal nachrecherchiert, was es wirklich mit den gesamten Gerüchten rund um das neue Jurassic-Projekt auf sich hat und werde euch hier in dem Video mal erklären, wie die Lage aktuell wirklich steht. In diesem Sinne, ja, ich werde euch jetzt hier sämtliche Fragen beantworten. Viel Spaß mit dem Video. Also nehmen wir schon mal den Elefanten aus dem Raum. Kommt ein neues Jurassic-Projekt? Definitiv ja. Dieser Jurassic-Film, der angekündigt wurde, der wird wirklich kommen. Das wird passieren und David Koepp wird das Drehbuch zu dem Film schreiben, der unter anderem ebenfalls maßgeblich am Drehbuch von Jurassic Park und The Lost World Jurassic Park 2 verantwortlich gewesen ist. Außerdem wurde jetzt ebenfalls bestätigt, dass ein bestimmter Paläontologe, der wohl auch Steven Spielberg beim ersten Jurassic Park Film zur Seite gestanden hat, jetzt auch wieder mit von der Partie sein soll und eben beratend an der Seite von David Koepp beim Drehbuch mithelfen soll. Ich habe den Namen von dem Mann jetzt gerade wieder vergessen, ich werde ihn hier auf jeden Fall mal einblenden, wenn ich ihn finde. Wir haben jetzt hier also noch jemanden, der auch dann wirklich als Spezialist im Themengebiet Dinosaurier mit an Bord ist. Was das Ganze bedeuten könnte, naja, man kann sich da jetzt viel reinreimen. Ich würde einfach mal behaupten, dass das schon ein sehr gutes Indiz in die Richtung ist, dass wir jetzt wirklich wieder zurück zu den Wurzeln gehen und uns wieder mehr um eine, naja, ich sag mal pseudowissenschaftliche Geschichte rund um Dinosaurier und um Dinosaurier-Fakten bemühen. Möglicherweise versucht man auch einfach jetzt hier in den kommenden Filmen Dinosaurier mehr der Realität entsprechend zu designen und hat deswegen so einen Paläontologen als Beratung hinzugezogen. In meinem letzten Video zu dem Thema, das habe ich dir gerade mal da oben verlinkt, da habe ich darüber gesprochen, dass das Ganze jetzt ja ein Reboot werden soll und habe mich dann dabei auf, naja, die Aussagen auch von Zeitschriften wie Deadline bezogen, die eben ganz klar von einem Reboot gesprochen haben. Und hier muss ich jetzt erstmal meine eigene Aussage mehr oder weniger revidieren. Ein Reboot wurde so niemals angekündigt. Das Ding an der ganzen Nummer ist ganz einfach, es wurde immer von einem Neuanfang, von einem zurück zu den Wurzeln gesprochen und das wurde dann irgendwie zu einem Reboot weiterinterpretiert und dann hat das irgendwie eine Zeitschrift übernommen und dann alle anderen Zeitschriften eben von dieser einen Zeitschrift und ja, auch ich habe mir eben dann diese Zeitschriften durchgelesen, wo von einem Reboot die Sprache war und es wird wohl kein Reboot werden. Nein, tatsächlich sieht die ganze Lage nämlich folgendermaßen aus. A New Era wurde angekündigt. Hierbei wird allerdings nur vom Arbeitstitel gesprochen. Also der Titel New Era, der wird so nicht bleiben. Das ist aktuell der Arbeitstitel. Um da mal ein Beispiel zu nennen, Arbeitstitel ist sowas wie die Apple TV Plus Serie Monarch, die Godzilla-Serie, hat den Arbeitstitel Hourglass getragen. Godzilla Kong, der jetzt auch bald in die Kinos kommt, hat in ganz frühen Phasen den Arbeitstitel Origins getragen. Das heißt, ja, der Arbeitstitel ist in der Regel eben nicht der Titel, der dann auch später wirklich für den Kinofilm benutzt wird. Mir fällt gerade kein einziges Beispiel ein, wo jemals der Arbeitstitel wirklich für den Film benutzt wurde. Das heißt, dieser Film wird nicht, sehr wahrscheinlich nicht, Jurassic World A New Era heißen. Das ist wie gesagt nur der Arbeitstitel, wobei auch eben das Jurassic World in diesem Arbeitstitel laut Aussagen des Drehbuchautoren selber nur eingefügt wurde, damit die Leute wissen, worum es jetzt geht. Deswegen hat man eben nicht nur New Era genommen, sondern eben Jurassic World New Era. Ich gehe ganz stark davon aus, dass wir eben keinen Jurassic World Film mehr bekommen werden. Das Ding wird irgendwie anders heißen. Möglicherweise auch einfach dann Jurassic Era. Da gab es ja auch schon so ein paar Fan-Konzeptzeichnungen. Das könnte ich mir wirklich vorstellen. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass das ganze Ding wirklich Jurassic World New Era heißt, ist eben einfach nicht richtig. Ebenfalls hat Koepp gesagt, dass der Film eine neue Ära einläuten wird. Und da ist er jetzt auch ein bisschen näher drauf eingegangen. Eine neue Ära einläuten bedeutet, dass der Film quasi schon wieder zu den Wurzeln zurückgehen möchte, allerdings nicht als komplettes Reboot. Denn ein Reboot wäre, wenn wir wirklich die Geschichte nochmal ganz zum Anfang zurückspulen und dann alles nochmal komplett neu interpretieren würden. Um auch hier mal ein paar Beispiele zu nennen, The Batman mit Robert Pattinson ist ein Reboot von der Dark Knight Trilogie von Christopher Nolan. Spider-Man Homecoming ist ein Reboot von The Amazing Spider-Man, welches ein Reboot von Sam Raimi Spider-Man ist. Das sind alles Geschichten, die ja wirklich wieder von Grund auf neu angefangen haben und, naja, neu interpretiert wurden. Resident Evil Welcome to Raccoon City ist ebenfalls ein Beispiel für ein Reboot. Das ist nämlich ein Reboot von Mila Jovovichs
Resident Evil Film. Der neue Jurassic Film wird allerdings nach Jurassic World Dominion spielen. Auch darauf wurde jetzt schon mehrfach eingegangen. Der Film ist wirklich in der Timeline nach Jurassic World Dominion anzusetzen. Allerdings werdet ihr diesen Film tatsächlich gucken können, ohne Vorwissen von den anderen Filmen zu haben. Das Ganze nennt sich dann ein Soft Reboot. Das heißt, hier werden wir ein Soft Reboot der Jurassic Filme bekommen. Und auch um hier einfach mal ein paar Beispiele zu nennen, was denn wirklich ein Soft Reboot ist. Da ist für mich ein ganz bekanntes Beispiel das Resident Evil 7 Spiel, welches ja nach Teil 6 spielt, auch wirklich chronologisch in der Timeline, aber nicht allzu viel Bezug auf die Spiele davor nimmt. Das heißt, du kannst das Spiel auf jeden Fall auch spielen und eben verstehen, ohne die Teile davor gespielt zu haben. Ebenso hat man hier in diesem Soft-Reboot der Resident Evil-Reihe die gesamte Tonart der Spiele noch einmal überarbeitet. Wir haben auf einmal eine andere Perspektive, nämlich die Ego-Perspektive. Das Ganze ist wesentlich mehr horrorlastig als die drei Spiele davor. Und auch das können wir jetzt hier erwarten, dass der neue Jurassic-Film eben einfach nicht unbedingt das Genre jetzt zum Horror wechselt, aber möglicherweise wesentlich düsterer wird, wesentlich thrilliger wird und eben weggeht von dem, was Jurassic World aus dem Franchise gemacht hat, nämlich ein Action-Popcorn 0815-Kino, und das will man eben so nicht mehr beibehalten. Ebenfalls wurde bekannt, dass der Film für 2025 angedacht ist, und ja, das ist eine relativ kurze Zeitspanne, wenn wir uns überlegen, wir haben ja jetzt schon 2024 und das heißt, nächstes Jahr im Sommer soll der Film dann laut diesen Aussagen von Deadline, von The Hollywood Reporter, was ja wirklich, auch Jurassic Outpost hat ebenfalls dasselbe geschrieben, das sind ja wirklich verlässliche Quellen, die eben sagen, dass das eben angedacht ist. Also dieser kurze Zeitraum, den wir eben jetzt noch haben, soll wohl wirklich stimmen. Für mich ist das ein ganz klares Indiz dafür, dass man eben halt nicht diese riesige Zeitspanne braucht. Das liegt nicht daran, dass man sich für den Film keine Zeit lässt, sondern dass der Film möglicherweise wesentlich kleiner wird als jetzt eben Jurassic World Dominion, der ja wirklich ein globales Abenteuer gewesen ist, wo man auf Malta gedreht hat, wo man an bestimmten Orten gedreht hat. Das wird jetzt hier scheinbar eben nicht der Fall sein. Wir werden hier möglicherweise auch nur einen einzigen Schauplatz bekommen, an dem die gesamte Story spielt. Und ich weiß, viele sind immer noch skeptisch wegen dem Veröffentlichungsdatum 2025. Ich kann das komplett nachvollziehen. Und auch ich denke mir hier einfach, müssen es einfach mal abwarten. Also das Drehbuch ist ja wohl schon so gut wie fertig, nahezu fertig. Jetzt fehlt eben aber auch noch ein Casting. Also sie brauchen noch Schauspieler für die ganze Nummer. Und dann muss eben noch der Dreh begonnen werden. Sobald der Dreh fertig ist, muss man eben noch eine Nachproduktion machen. Und die Filme heutzutage kommen eigentlich nie ohne noch bestimmte Nachdrehs aus, die eben auch nochmal mit reinfallen. Das heißt, der Zeitraum von 2025 wird dann doch sehr eng. Das bedeutet, entweder sind wir in der Produktion doch schon wesentlich weiter, als das jetzt preisgegeben wurde, oder eben, naja, das Skript gibt eben nicht allzu viel her. Das heißt jetzt nicht im negativen Sinne, sondern eben wir fokussieren uns jetzt wirklich möglicherweise auf eine eher kleinere Geschichte, möglicherweise eine Art Kammerspiel mit Dinosauriern, mehr in Richtung Horroraspekt. Steven Spielberg wird als beratende Hand mit dabei sein, laut ersten Gerüchten. Allerdings wird er nicht mehr machen, als die Rahmenbedingungen und eben die Rahmengeschichte im Auge zu behalten. Das heißt, Spielberg wird laut aktuellem Stand nicht wirklich einen Einfluss darauf haben, was da jetzt in der Geschichte passieren wird. Lustigerweise oder positiverweise ist niemand Geringeres als eine Bryce Dallas Howard immer noch im Gespräch, den Regisseurposten anzunehmen. Und das Thema haben wir schon mal besprochen, dass Bryce Dallas Howard ja schon mal gemeint hätte, sie hätte wirklich Lust, einem Jurassic World Film mal die Regie zu übernehmen. Und naja, wer ihre Filme mal gesehen hat, Bryce Dallas Howard kann Schauspielern, wenn sie eben nicht ein Drehbuch bekommt, wie das von Colin Trevorrow in Jurassic World, aber sie kann eben auch sehr gut Regie führen. Von daher, das ist immer noch offen. Es gibt bereits auch Gerüchte, die sagen, ja, Steven Spielberg möge eventuell auch nochmal zurückkehren. Wie auch immer das Ganze ablaufen soll, wichtig hierbei ist einfach nur zu beachten, dass Colin Trevorrow definitiv nicht an diesem Film beteiligt sein wird. Colin Trevorrow hat zwar immer noch seine beratende Hand angeboten, wobei ich mir halt dann denke, nee, keine Ahnung, wer auch immer auf diesen Regiestuhl kommen sollte, wird wohl kaum die beratende Hand von Colin Trevorrow benötigen. Ein Mann, der bereits bevor die ersten drei Jurassic World Filme von ihm selber geschrieben wurden, denn Trevorrow hat alle drei Drehbücher von den Jurassic World Filmen geschrieben, der Mann, der behauptet hat, naja, nach Jurassic Park 1 hätte man eigentlich keine Fortsetzungen mehr machen sollen. Der sollte nicht unbedingt als beratende Hand für irgendwas tätig sein. Das heißt, ja, das ist auf jeden Fall der aktuelle Faktenstand. New Era ist der Arbeitstitel, nicht der fertige Haupttitel. Jurassic World ist mit im Arbeitstitel verankert, damit wir eben auch ganz genau wissen, worauf wir uns einstellen können. Das Ding wird zwar eine Art von Reboot werden, wird aber nicht noch einmal ganz von vorne anfangen, sondern wir fangen an mit einer komplett neuen Geschichte. Alle alten Hauptfiguren fallen erstmal raus. Wir werden von Owen nicht zu sehen bekommen, von Macy, von Claire. Wir werden generell die alte Riege rund um Jeff Goldblum, Laura Dern und Sam Neill nicht mehr zu Gesicht bekommen. Die sind eben alle raus.
Die Geschichte wird nochmal von neu anfangen mit neuen Hauptfiguren und in einer Welt spielen, die komplett mit Dinosauriern bevölkert ist. Das heißt, der Grund, warum der Film existiert, sind eben die Vorfälle aus den Jurassic World Filmen. Das heißt, dieser Film wird so gut wie nie Bezug auf diese Filme nehmen, außer dass man vielleicht ab und zu mal erwähnt, ja, damals das mit dem Lockwood-Anwesen, da hat alles angefangen. Das werden so die einzigen Hinweise sein. Das heißt, der Film versucht, die anderen Teile so gut es geht eben auszublenden und eben etwas komplett Neues zu erschaffen, aber eben auf den Bausteinen, die uns bereits gelegt wurden. Ich hoffe, ich konnte das Ganze jetzt relativ plausibel und nachvollziehbar rüberbringen und ihr könnt mir jetzt wie immer mal eure Gedanken dazu in die Kommentare unten reinschreiben. Habt ihr Bock auf den Film? Seid ihr gehypt oder seid ihr eher noch skeptisch? Weil, naja, Jurassic World war jetzt ja auch nicht so das Gelbe vom Ei. Bin sehr auf eure Meinung gespannt. In diesem Sinne bin ich raus für heute mit dem Video. Ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal. Ciao.